Als nächstes am Wort ist Christian Oksanitsch von der SPÖ. Er ist seit dem Vorjahr, seit 15. Dezember, Mitglied im Nationalrat. Volksbegehren bei der ersten Lesung, zumindest damit die Ministerin nicht da ist, finde ich es einfach bedauerlich und auch ein symbolisches Zeichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage das auch deshalb, weil ich immer wieder auch konfrontiert war, gerade auch mit Vorwürfen von Ihrer Partei, wenn im Wiener Gemeinderat und Landtag, in dem ich lang war, Stadtrat nicht da war. Ich denke, es wäre durchaus sinnvoll, wenn man dieses Brennen für die Kinderrechte auch mit einer persönlichen Anwesenheit untermauert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich möchte auch vielleicht, keine Sorge, ist nicht die erste, ich möchte vielleicht auch ganz zum Anfang den Initiatoren danken. Es war eine Initiative, die völlig ohne entsprechende Vernetzung zustande gekommen ist und trotzdem ein erfolgreiches Volksbegehren war. Das zeigt, wie vielen Menschen eigentlich dieses Thema der Kinderrechte unter den Fingernägeln brennt. Und daher ist es natürlich auch legitim, einmal zu sagen, ja, hoffen wir, dass tatsächlich im Ausschuss hier eine intensive Diskussion stattfindet. Ich habe die Ankündigung gehört. Ich nehme sie gerne auch so positiv auf und wir werden sehen, ob das so stattfindet. Aber ich muss sagen, wenn man es überprüft mit dem, was in der vergangenen Zeit passiert ist, und ich will mir auf ein paar Punkte nur beschränken, dann muss man sagen, eigentlich geht es ja lang schon nichts weiter. Es hat in diesem Bereich, in diesem Hause, einen gemeinsamen Antrag gegeben für den Bereich Obsorge ab dem ersten Tag. Der liegt schon einige Zeit zurück, von meiner Kollegin Kucharowicz eingebracht. Eine Initiative dazu ist nicht zu sehen gewesen. Und es ist eine Initiative, in der sich immerhin vier Parteien in diesem Haus gemeinsam bekannt haben. Und ich frage mich, wo ist zumindest einmal der wesentliche Schritt, der ja auch dazu gehört. Mir ist bewusst, dass das im Abgleich mit den Ländern zu passieren hat. Also, dass der Nationalrat hier vielleicht die eine oder andere Maßnahme setzen kann. Aber innerhalb von 2 Jahren, dass es zumindest einmal eine Gesprächsrunde auf der Länderebene intensiver gibt, unter Einbindung auch der Parteien in diesem Haus, das wäre ein Zeichen für wirkliches Engagement, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wo ist die Umsetzung der vielen Empfehlungen der Kindeswohlkommission? Wo ist tatsächlich das Kindeswohl tatsächlich letztendlich in der materiellen Gesetzgebung mittlerweile schon eingeflossen? Wir haben es nicht. Wenn man sich anschaut, die Homepage über den Bericht der Kindeswohlkommission, dann sieht man 11 Empfehlungen und man sieht, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2, die in Umsetzung sich befinden. Eine davon ist ein Organigramm. Okay, auch wichtig, verstehe ich, aber auch hier ist tatsächlich einiges zu sehen. Wie schaut es aus mit dem 11. und 12. Schuljahr und dem Recht auf Bildung? Wie können wir das gemeinsam implementieren? Und ich erwarte nicht immer automatisch, dass alles umgesetzt wird, sondern wo sind die Initiativen der Ministerin, wo sind die Initiativen dieses Hauses, der Regierungsfraktionen, um tatsächlich einen Schritt weiterzukommen, damit dem Rechnung getragen wird, was dieses Volksbegehren einfach hat, Kinderrechte zum Thema machen, gehen wir es gemeinsam an. Ich nehme die Einladung an, dass wir das intensiv diskutieren werden und wir werden dann sehen, wie der Bericht ausschaut. Dankeschön. Christian Oksanitsch von der SPÖ, ihm fehlt die Umsetzung der Empfehlung der Kindeswohlkommission. Ja, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes trat am 2. September 1990 in Kraft und enthält 4 Grundprinzipien, nämlich das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf Leben, auf Überleben und Entwicklung, die Einhaltung der Kindesinteressen und das Recht auf Beteiligung.